Okay, hier geht's noch eine Treppe hoch. Ah, Treppe. Treppe? Treppe. Gut. Ein Minotaurus. Hier geht's nicht hoch, aber auf der anderen ist noch eine Treppe, die nach oben führt. Wo sind hier die Kämpfe, wo ich Gegner bekämpfen muss? Ah, da. Also ein Mino. Einen Gorgon. Gorgon muss ich vernichten, okay. Und Abaddon bitte. Tot. Okay, fehlt noch der zweite Guy. Hau mal bitte einen 600 da rein. Passt auch. Solange es den Feind tötet. Oh, jetzt darf ich sogar Treppen runterlaufen. Nein, Katzen. Hier wieder hoch. Rennt mir nicht entgegen. Ich brauche euch nicht. Mein Level ist anscheinend hoch genug. Sonst hätte ich irgendwie Probleme. Habe ich aber nicht. Mal. Död. So. Ritter-Siegelturm. Hä? Ah, und Tote? Ja. Okay, das sind andere Untote. Aber trotzdem erstmal den Höhlenboten. Weil diese Bote wesentlich böser ist als die anderen Boten. Den Vampir kann ich mir nachher holen. Oder auch nicht. Ja, okay. Es geht höher und höher und höher. Okay, hier scheint keiner zu sein. Ich fühle keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Aber wenn schon. Echt komisch. Ja, Tama. Götterschild erhalten. Irgendwas muss doch noch kommen. Ich meine, wir haben noch zwei Höllenfürsten. Du hast dich vollständig ausgerüstet. Das. Ich könnte die Siegel nicht brechen und die Götterrüstung an die Götterrüstung herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehört sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstungen passen sehr gut zum Träger des Lufia-Schwerts. Und das bin ja wohl ich. Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstung zu tragen. Nimm Abschied von deinem Leben. Du hast immer noch etwas Energie übrig. Das ist reine Zeitverschwendung. Tama! Keine Sorge, Sand, der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf. Ich werde dich in 1000 Teile zerfetzen. Da kann ich ja nur lachen. Was zum... Das Lufia-Schwert? Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonenrohr, das kann nicht sein. Hier, Tama, halt das Schwert in der Hand. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das,
kann nicht wahr sein. Daos, das kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt er seinen Feldzug des Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Aus der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Marias Augen. Sie scheinen das gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Bitte geh beiseite. Lisa, Maria, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Die war davor aber noch nicht da. Was zum... Auf dieser Insel herrscht eine starke Aura. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, wir brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht vollständig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Aber wenn sie das Schiff nicht reparieren... Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Wir haben die Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht, wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel aus angegriffen. Was, Excarion? Unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Lasst uns überlegen, was wir nun tun werden. Wir sollten nach Portavia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch, wir werden die Insel hier festhalten. Aber wenn es zu brenzlig wird, dann müsst ihr fliehen. Versprochen? Versprochen. Tama, vergiss nicht, du bist der Auserwählte, der das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Sehr lang, bring uns nach Portavia. Warp! Lexis, kannst du Excarion reparieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nein, ruht euch aus. In Ordnung. Sehr lang, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Klar. Er will anscheinend nicht mehr, dass du mitkommst, oder? Wohin verschwindet ihr jetzt? Was ist los, Tama? Du solltest hier bleiben und... Tama, hör auf damit! Und zwar sofort! Selan! Sprich nicht so mit mir! Ich komme mit dir, Tama, egal was auch geschieht. Ich komme mit... Selan! Wir gehen zusammen. Kehren wir zusammen wieder und werden unseren Sohn wiedersehen. Ja. Stimmt, der gibt's ja auch noch. Nach so langer Zeit wird er mal wieder erwähnt. Hast du gelauscht, Grey? Das ist nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Sie wissen genau, was sie zu tun haben und sie werden es gut machen. Du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Bisschen lang für die Dinge, oder? Vorsicht, mach keine Scherze über meine Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Du darfst im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Ja, außerdem würden sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkehren würde. Diesen Mädchen müsste ich gerne irgendwann mal kennenlernen. Lass uns doch eine Party feiern. Ihr alle seid eingeladen. Das hört sich gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Ja, genau. Je mehr wir sind, desto besser. Ihr habt eure Kaffeeklatsch nun beendet? Scheint so. Excarion scheint repariert zu sein. Lexis ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir daran, zu zeigen, was wir drauf haben. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's... Ausrüsten. Götterschild. Tschüss, den Anwärter, eine Weile von Verletzungen jeglicher Art. Unbrauchbar. Und das Lufia-Schwert bitte? Halt, da ist es. Deine Fähigkeit erhöhen. KP und Magie werden vollständig aufgefüllt. Okay.
Ah,